Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist hier ein Schminki offensichtlich am Start und das Ganze läuft im Rahmen von Hashtag Ungeschönt, was meine wundervolle Freundin Sarah, Isabel und ich jeden Monat aufs Neue mit euch zusammen starten. Und diesen Monat geht es um das Thema vergessene Schätze. Also ist es ein Staubfänger oder ist es ein verlorener Schatz? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier allerhand in meiner Schminksammlung gekramt und die Produkte rausgeholt und ich musste bei manchen Sachen so schmunzeln. Ne? Das sind viele Sachen, die ich mir mal nachgekauft habe und irgendwie sind sie wirklich im Schrank vergessen worden. Da würde ich sagen, wir starten. Diesen Primer habe ich euch schon oft gezeigt und der ist auch schon ganz gut verwendet worden von Nabla, der Angel Aura Primer. Den verwende ich aber eigentlich schon noch regelmäßig. Das ist einfach so ein Glowy Primer, der auch so ein Stück weit Skincare Ingredients mit drin hat und ich verlinke euch alle Produkte mal in der Infobox. Bei manchen habe ich einen Code, dass ihr das vielleicht, wenn ihr das nachkaufen wollen würdet, auch günstiger bekommt, zum Beispiel hier Nabla bekommt ihr bei Purish. Da kriegt ihr mit Claudis Welt 10% Rabatt auf meine Produkte der Collections halt und den kompletten Sale immer. Und da ist ja auch aktuell der Adventskalender. Ich weiß nicht, ob da jetzt im Zeitraum zum Zeitpunkt des Video-Veröffentlichkeits, wie auch immer, ob der jetzt schon ausverkauft ist oder nicht. Ansonsten ist dazu auch im i ein Video verlinkt und auch der Link in der Infobox natürlich. Den kann man sich definitiv mal anschauen. Und auch den Primer kann man sich gut anschauen. Ich habe jetzt letztens super krass aussortiert, deswegen habe ich gar keine ultimativ alten Schätze mehr. Der funktioniert eigentlich so gut wie mit jeder Foundation und ist jetzt so im Herbst, Winter auch super angesagt, weil der ist auch echt feuchtigkeitsspendend und dementsprechend passt der ganz gut jetzt, ne? Dann kommen wir zu einer Foundation. Die habe ich mir wirklich schon mal nachgekauft und ich meine auch, dass ich die in dem allerersten Hashtag Ungeschönt Video verwendet habe. Die Essence Fresh & Fit Foundation hatte ich nämlich damals erst in einer zu dunklen Farbe. Habe ich jetzt hier in der Farbe 05 Fresh Porcelain und ey, die ist eigentlich so mega. Ach so, ja, ich habe mich schon lange nicht mehr vor der Kamera geschminkt, Leute. Das ist wirklich crazy. Ich trage mir da einfach zwei Pumper von auf und blende mir das mit Pinseln ein. Ich glaube, die Pinsel habt ihr auch schon länger nicht mehr gesehen. Das sind sowohl Beauty Bay Eigenmarkenpinsel als auch Leni Brush. Und da kommen wir auch zu einer traurigen Sache, ne? Dass Kosmetikvoll es ja leider die Schotten dicht macht. Das heißt, ja, das ist leider auch eher so ein verlorener Schatz, denn da haben echt sehr, sehr große Schätze das Unternehmen gegründet und geführt und dort auch gearbeitet. Also das finde ich sehr, sehr schade, um ehrlich zu sein. Das heißt, das kann man, glaube ich, so auch nicht mehr nachkaufen, weil das die Eigenmarke von denen ist, ne? Leni Brush. Genau, werde ich aber als Schatz, glaube ich, sehr, sehr lange noch in meiner Sammlung haben, weil die echt eine gute Quali haben. Und auch die Foundation ist ein verlorener Schatz, weil guckt mal, wie schnell die auch meinen Hautton so ausgeebnet hat und wie gut die jetzt auch gerade passt. Also das muss ich jetzt nicht tief runterblenden oder so, weil das geht halt ganz gut in eins, ne? Mega nice. Ach so, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Das würde mich mega freuen, wenn wir hier einfach ja, den Kanal wachsen lassen und gedeihen lassen und einfach, ja, ein bisschen Spaß miteinander haben. Und das Ganze blende ich mir jetzt hier ein mit einem winzigen Sponge. Also seit wann werden diese großen Schwämme nicht mehr so viel verwendet? Hm? Das war, glaube ich, mal eine LE von Real Techniques. Und das geht so schnell, aber man sieht immer vermehrt auch mittlerweile, dass die Leute eher Pinsel nehmen. Mache ich ja auch selber am Anfang, ne? Wir haben bei der Foundation auf jeden Fall so eine mittlere Deckkraft hier an der Nase. Löst sich das irgendwie? Also ist die Deckkraft sehr dezent, aber ich habe auch eine leichte Schnupfnase, ne? Ansonsten gefällt mir das Finish sehr, sehr gut. Machen wir weiter mit einem Concealer von Huda Beauty. Das ist der Glowish und ich habe den in der Farbe 1.5 Fair Cool. Ich weiß nicht, warum ich da seit Ewigkeiten nicht mehr zugegriffen habe. Der war teuer. Ist aber noch gut, ja. Genau. Ach, vielleicht, weil der halt eher diese peachige Farbe hatte. Hm, der hat so ein witziges Füßchen. Aber eigentlich ist der voll klasse. Generell Huda Beauty. Klar, die haben jetzt auch eine neue Foundation rausgebracht, aber das ist jetzt nicht so mega hyped, wie das damals immer so war, ne? Ganz verrückt, was da irgendwie auch manchmal so im Laufe der Zeit passiert. Nun wollte ich doch sagen, der ist voll gut. Eher leichter von der Textur her, ne? Also eher wässriger und auch von der Deckkraft her. Dieses Schwämmchen ist einfach zu groß wahrscheinlich, deswegen ist es nicht mehr so viel in Anwendung gewesen. Schöner Concealer, ne? Kannst du nichts anderes zu sagen.
funktioniert ganz gut. Aber irgendwie, das mit dem Schwämmchen, weiß ich nicht. Das funktioniert nicht so gut mit dem. Deswegen habe ich auch eben einen Concealer-Pinsel genommen. Ich glaube, dass das einfach das Ganze zu sehr verwässert oder sowas. Naja, ich habe Blush, Bronzer und Highlighter sowohl in Creamy als auch in Powderform, damit ich euch halt allerhand Produkte dann auch in meinem Gesicht zeigen kann. Der ist mir verloren gegangen gewesen. Den habe ich letztens beim Aufräumen erst wieder gefunden. Der Cream Contour Stick von M. Asam. Ja, den fand ich eigentlich ganz gut, ne? Und das ist in der Farbe Light to Medium. Vielleicht gibt es auch sowas in dem Adventskalender, in dem sehr, sehr umstrittenen Make-up-Adventskalender. Schaut mal im i vorbei, falls euch das Video interessiert, ne? Genau, den trage ich mir jetzt erstmal vorsichtig auf, weil ich weiß nicht mehr, wie intensiv die Farbe so war. genau, und dann blende ich mir das so mit dem Pinsel ein. Doch, der war schön, guck mal, den kannst du schön verblenden. Ist halt eher dezenter unterwegs. Aber ich mag den. Ja. Ich lasse es jetzt auch mal dezent, weil ich mir gleich noch einen anderen Bronzer drüber gebe. Aber so für den Alltag ist es definitiv ausreichend, ne? Dann habe ich hier einen Blush und zwar von Anastasia Beverly Hills. Das ist eigentlich so ein Lip and Cheek Produkt. Pure Hollywood Lip Velvet. Ich glaube, der war einfach zu dezent oder so. Ist aber jetzt die richtige Herbstfarbe. Oder ich habe den quasi im Frühling Sommer angewendet. Und da war der halt zu aschig. Ja, weil der ist halt auch super musig, ne? Das muss man halt auch wirklich bedenken, dass der vielleicht genau jetzt etwas passender ist. Mal gucken. Nehme ich was auf den Pinsel, gebe es dann hier mal auf mein Gesicht. Das ist halt so richtig Cream to Powder, wobei das noch nicht mal richtig creamy ist, ne? Wie gesagt, Mousse to Powder eher. Und das ist ein richtig schöner Herbstblush. Das war schön. Warum ist der so lange im Schrank versunken? Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich bei meinem Daily Use halt immer so meine Produkte aus meinem Project Pen nehme. Und bei manchen Kategorien gehe ich halt durch meine Sammlung, wie Lidschattenpaletten oder auch Highlighter und so, ne? Aber manche Sachen sind halt schon fest drin, weswegen ich dann halt nicht so diese Wechsel mit da drin habe, ne? Weil ich halt einfach die Produkte, die ich dann da drin habe, aufbrauche und weil ich ansonsten halt auch super viel Neues ausprobiere. Aber der ist voll schön. Der ist auch eher dezenter. Aber ich finde den hübsch. Ja, Mensch, Anastasia, hm? Wir müssen mal öfters miteinander reden hier. Dann, ja, ein Highlighter, den ich halt, ich glaube, nur geswatcht habe oder so von Essence, den Baby Got Glow Liquid Highlighter in der Farbe 10 Sassy in Silk. Oder ich habe den nur einmal verwendet und dann ist er in der Schublade verschwunden. Das liegt aber daran, dass das Puffelding hier vorne so starr ist. Das hat Essence ganz blöd gemacht. Und wenn man den halt so rausdrückt, dann kriegst du halt hier oben so eine Wurst. Und halt nicht wie bei der lieben Charlotte zum Beispiel. Genau, da kommt halt nur so diese Wurst hier, ne? Und bei Charlotte zum Beispiel oder bei Kiko, die, ne, die haben ja auch sowas, bei denen ist es so, dass das ganze Schwämmchen dann so ein bisschen nass wird. Also das Produkt da drin ist halt einfach blöd. Genau, ja, ich weiß auch nicht. Ich trage mir den jetzt einfach mal mit dem Applikator hier auch so auf. Ne, der ist halt auch eher dezent unterwegs, was ich eigentlich immer schön finde. Eigentlich auch eine voll schöne Farbe. Ja, toller Alltagshighlighter auf jeden Fall. Hm. Ich finde aber, man braucht davon ein bisschen viel Produkt, ne? Weil wie gesagt, wenn du das halt von den anderen Firmen verwendest, dann wird das Schwämmchen so ein bisschen feucht gemacht. Und davon kann ich mir tagelang immer wieder Highlighter auftragen. Und hier muss ich wirklich zweimal auch wieder was hochdrücken. Das ist ein bisschen blöd. Naja, ein Lidschattenprimer, der damals rauf und runter verwendet wurde, auch von mir schon geleert wurde, ist der Urban Decay Eyeshadow Primer oder diese Primer Potion im Original. Da hat man einfach immer weniger zugegriffen, weil der nicht mehr so verfügbar war. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt noch bekommt. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass man den zum Beispiel bei Look Fantastic bekommen könnte, wo ihr mit Claudi Welt auf alles immer so den maximalen Rabatt bekommen könnt. Oder bei Beauty Bay zum Beispiel. Die haben nämlich manchmal noch so Urban Decay Produkte. Aber ansonsten, die haben sich halt aus dem deutschen Markt ziemlich zurückgezogen und seitdem sieht man das halt auch nur noch so wenig und dann verwende ich das halt auch weniger, wenn ich halt so Videos drehe. Und es gab damals immer die Fraktion, entweder nimmst du die Urban Decay Primer Potion oder du nimmst den MAC Paint Pot oder du nimmst die Shadow Endurance von Too Faced. Ich muss gestehen, ich habe sie alle gerne gemocht. Die hat eine ganz, ganz leichte Tönung mit dabei, aber wirklich nur minimal. Das heißt, das ist eigentlich wirklich eher dafür da, dass der Lidschatten später halt nicht creased oder dass du halt so eine, ja, smoothe, so eine ebenmäßige Oberfläche halt schaffen kannst, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich euch diesen Sommer so wenig dieses Dalton Spray gezeigt habe. Freshen Up ist das Feuchtigkeitsspray und das kann man halt schön verwenden für den Körper oder halt, wenn du so cremige Texturen aufgetragen hast, um alles nochmal miteinander verschmilzen zu lassen oder auch als Settings, also als Fixing Spray. Das
war noch neu. Wow. Den Schritt mache ich aber in letzter Zeit super häufig, weil ich mache jetzt ja auch immer mein Make-up sehr langanhaltend. Und dann gebe ich mir immer halt nochmal so ein Setting-Spray drüber, damit alles ein bisschen besser sitzt und länger hält, ne? Oh, das mag die Foundation aber gerade gar nicht. Ach krass. Nicht wundern, hier an der Nase hat Julius mich ein bisschen gekratzt. Das sieht da ein bisschen komisch aus. Nee, aber die Foundation will überhaupt nicht mit dem Setting-Spray. Das ist interessant. Am Kinn verabschiedet sich die Foundation auch gerade ein bisschen. Was ist denn hier los? Die lässt sich gar nicht mehr wirklich auftragen. Weird, Leute, weird. Aber gut, wir hoffen einfach, dass das im Laufe der Zeit zusammenhält. Sorgen wir für ein bisschen Zusammenhalt. Ja, und das machen wir mit Puder. Ja, Love, ne? Das ist so schön. Das ist das Perfectitudes Shine Control Loose Powder. Und damals, Love, ich habe es immer wieder verwendet. Aber dann irgendwann haben sie halt die Schotten dicht gemacht. Und das Puder war, habe ich sogar schon mal aufgebraucht. Das war halt immer ein bisschen schwierig zu verwenden. Ich nehme hier so einen Mini-Puffel von Revolution und dippe da mal so ein bisschen rein. Habe ein bisschen was auf der Spitze und gebe das mal um meine Augen herum, dass hier mal alles ein bisschen besser gesettet wird. Und ich glaube, das ist somit das erste rosa Puder, was überhaupt auf den Markt gekommen ist. Weil das hat ja so eine ganz leichte rosa Färbung, ne? Da waren die echt wahrscheinlich ihrer Zeit ein bisschen voraus damals. Das hat man auch nur noch selten mit Pudern. Dass, wenn man das so um die Nase gibt, dass es aussieht, als hätte man irgendwas konsumiert. So, und für mein komplettes Gesicht verwende ich hier für Wet n Wild das Photofocus Pressed Powder. Ich meine, das war mal irgendwie ein absolutes Lieblingsprodukt von Natalie Nordbeauty oder so. Weiß ich nicht. Ich habe die Farbe Shade Sheer Warm Light. Dann nehme ich mir hier so einen Fluffelpinsel. Das ist ein gebackenes Puder. Ich weiß gar nicht, kriege ich da überhaupt noch was von ab? Das ist bretthart. Doch ein bisschen was kommt an dem Pinsel, aber das ist super krass gebacken. Und damit sette ich jetzt mein komplettes Gesicht. Ich glaube, das ist mir zu hart geworden. Ich kratze die Oberfläche mal mit dem Spoolie an. Also vielleicht, ne, hat sich einfach die Oberfläche verhärtet. Tada! Ja, manchmal ist es so, ne, wenn Puder länger im Schrank liegt, dann sollte man das mal wieder reaktivieren. Weil man hat ja auch immer jetzt am Pinsel so ganz leichte Reste von Foundation und Co. Weil man hat ja die feuchte Base, ne? Dann macht es auf jeden Fall logisch gesehen einen Sinn, dass die Produkte dann irgendwann auch quasi Feuchtigkeit reinbekommen und dass die das vielleicht nicht so ganz so mögen. Ein bisschen Glow kommt noch durch, aber weitestgehend habe ich wirklich mit diesem Puder so einen Blurring-Effekt bekommen. Wenn man das Ganze, also abwartet, dann kommt der Glow schon wieder durch. Aber man kann das Ganze natürlich jetzt auch ein bisschen rauskitzeln. Auch da, Love. Das Perfectitude Aura Glow Powder war damals auch so das erste Finishing Powder, finde ich, ne? Und vieles wurde damit verglichen. Das hatte mal einen Hubbel, hat keinen Hubbel mehr. Habe ich sehr exzessiv verwendet. Und das nehme ich ganz gerne, um einfach nochmal dann über das Puder drüber zu gehen. Manche haben es als Highlighter verwendet. Manche haben das dann auch verwendet, wenn die halt ihre anderen Blush Bronzer Highlighter Produkte aufgetragen haben. Ne? Aber ich liebe es halt trotzdem noch. Also immer wieder greife ich gerne dazu, weil es halt noch einen leichten Glow zurückgibt. Und es sieht einfach alles ein bisschen gesünder aus. Ne? Ja, hier weiß ich, warum ich den lange nicht mehr verwendet habe und der in meiner Schublade vor sich hin wartete. Einfach, weil der eigentlich zu dunkel ist und weil er Glow mit drin hat und das eigentlich gar nicht mehr mein Vibe ist. Und ich habe immer wieder gesagt, ich muss den mal wieder ausprobieren. Aber ich habe Angst, den auszusortieren. Park Ave Princess. Das ist ja von Tarte ein Bronzer. Ich weiß gar nicht, ob es den noch so zu kaufen gibt, ne? Ihr seht's, der ist wirklich schon sehr dunkel. Mal gucken. Aber er ist gut verwendet worden. So ist er ja nicht, ne? Und mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Nee, der ist zu warm. Der ist halt richtig mit Gold, ne? Ich weiß auch nicht. Der liegt halt wirklich schon länger in meiner Sammlung. Ich kann ja mal in der Gruppe fragen, ob das noch okay wäre, wenn ich den in so ein Trashy oder sowas mit reingebe. Er ist ein altes Schätzelein. Oh, aber ich mag halt den Glow nicht. Ich fühle mich einfach wie die Kugel von der Froschkönig. Nicht so ganz mein Vibe, ne? Weil das halt auch ziemlich so die Textur betont und so. Ich mag halt nicht so gerne Glowy Bronzer. Dann habe ich hier von Kiko etwas und das zeige ich halt nur noch selten oder verwende es nur noch selten, weil das halt eine LE war. Und zwar ist das die Lost in Amalfi LE gewesen in der Farbe 01 First Sunrise. Habe ich hier den Baked Blush, also ein gebackener Blush. Und ja, schon eine nice Kiste, ne? Und der könnte jetzt halt nochmal den Blush auch ein bisschen mehr hervorheben. Der hat aber auch wieder Glow drin, weswegen ich den halt auch dann nicht so exzessiv verwendet habe. Ja, das ist halt jetzt gerade so in Kombi. Wow, Claudi. Gerade in Kombi mit Bronze. Ich bin wirklich die Kugel vom Froschkönig. Gar keine Frage, Leute, ne? Tja, schon intensiv, ne? Und ich wollte noch einen pudrigen Highlighter drüber geben, läuft bei mir. Aber die beiden werden sehr, sehr, sehr sicher meine Sammlung verlassen. Ja, hier bin ich. Hier weiß ich noch nicht. Die Charlotte.
Das ist der Highlighter. Hollywood Super Glow Highlighter. Superstar Glow. Das ist dieser hier. Der ist erstmal riesig. Deswegen ist er halt immer 11,5 Gramm, Leute. Ne? Immer sehr weit hinten in der Sammlung. Und dann ist er halt auch eigentlich zu dunkel. Aber der war halt echt teuer. Naja, wir gucken mal. Wo habe ich denn einen Highlighter-Pinsel? Ich kann das jetzt ja auch mal wirklich sehr professionell machen hier. Schauen wir mal. Ne? Das ist ja ein Highlighter-Pinsel. Oh, ja, du kriegst halt sehr viel drauf, ne? Das klopfe ich mal erst ein bisschen ab, ein bisschen mehr. Und trage mir den dann... Da ist doch schon genug, Claudi. Wo willst du denn da noch highlighten? Wo willst du denn noch highlighten? Ja. Definitiv. Also da siehst du jetzt halt auch, natürlich ist der Highlighter drauf, aber da war ja vorher auch schon ordentlich Kabitiers am Start, ne? Ich glaube, ich mag ihn. Ich glaube, ich muss ihn nochmal verwenden, wenn ich nicht so aussehe wie eine glänzende Kugel, ne? Ja, und dann, damals haben wir doch alle eigentlich, wenn es um Augenbrauen ging, immer nur Benefit verwendet. Mache ich tatsächlich auch gar nicht mehr so super häufig, auch wenn die gut sind, ne? Vielleicht, weil es einfach schon sehr viele andere Alternativen gibt. Ich habe jetzt hier den Precisely My Brow Pencil in der Farbe 2,5 und ich habe eben schon gemerkt, als ich das auch geswatcht hatte, als ich mir den rausgesucht habe, dass der doch schon relativ hart geworden ist. Ich mag das einfach mittlerweile lieber, dass wenn ich halt so, ne, in meine Augenbrauen reinmale, dass ich halt direkt so Härchen reinbekomme und nicht 20 Mal über die gleiche Stelle muss, um da überhaupt was hinzukriegen. Und hier muss ich halt so richtig so machen, ne? Also so richtig wubbeln. Relativ doll reiben und großflächig malen. Aber das ist halt nicht mehr so mein Vibe. Ich bin halt mehr so jemand, ich male so einzelne Striche eigentlich, um halt auch irgendwie das Ganze natürlich aussehen zu lassen. Man macht es halt nicht mehr, dass man ausmalt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt mittlerweile ein bisschen anders, auch wenn der dir ewig und 3 Tage natürlich hält, ne? Wobei es so eigentlich auch recht natürlich aussieht, ne? Wenn ich jetzt nicht zu doll male. Geht das wohl? Dieser Klo. Komme ich nie mit klar. Noch so ein Ding, was ich euch damals ständig in die Kamera gehalten habe. Huch. Und irgendwie dann nicht mehr. Ist hier von Revolution der Brow Glue. Einfach weil Catrice dann sowas auch rausgebracht hatte. Das gibt es aber wohl auch nicht mehr. Den verwende ich gerade auch und also den brauche ich auf, ne? Und hier habe ich, wie gesagt, den Brow Glue. Den habe ich so häufig verwendet. Ich mochte den auch. Also der ist mit einem relativ großen Bürstchen. Ich weiß nicht, ob der jetzt nur von der Konsistenz ist, so wie damals. Der hat halt, also du musst schnell damit sein, ne? Das ist jetzt nicht so, dass du quasi dir jetzt viel Zeit lassen kannst, weil das zieht direkt an. Und da muss man halt schnell seine eine Augenbraue machen, so reinkämmen. Aber das hält. Das hält den ganzen Tag. Das hält und hält und hält. Und das finde ich großartig. Ich mag so festgetackerte Augenbrauen einfach. Das macht für mich einfach super viel Sinn. Deswegen finde ich den nach wie vor auch noch richtig toll. Und der ist halt auch transparent, ne? Also das heißt, du hast da nicht irgendwelche weißen Schlieren oder so. Du musst halt nur zusehen, dass du es ordentlich verteilt bekommst, damit da halt nicht irgendwelche Klümpchen entstehen. Mag ich. Also das ist schon ein sehr, sehr geiles Produkt. Noch so ein geiles Produkt, da habe ich, glaube ich, damals auch mal irgendwann gesagt, dass wenn ich irgendwann mal heiraten werde, dass ich diese Palette auch verwenden werde für einen Hochzeitslook. Und ich glaube, das würde ich auch irgendwann mal machen. Das ist die Natural Eyes von Too Faced. Und das war so eine wunderschöne Palette, wenn ich die noch irgendwo finden kann, Leute, ich verlinke euch die. Ich meine die nämlich auch mal bei Look Fantastic gesehen zu haben. Hier hast du als Öffnung halt dieses Herz mit dabei, ne? Und es sind halt absolut natürliche Töne. Und ich mache da auch absolut jedes Mal den gleichen Look mit. Aber ich finde es jedes Mal großartig. Die duftet immer noch super angenehm, wie am Anfang. Und hat sowas leicht Vanilliges, aber auch Parfümiges. Die ist schon schön. Die gibt mir immer wieder ein gutes Gefühl, wenn ich sie sehe. Ja. Ja, und dann machen wir jetzt auch was ganz Basic-mäßiges. Das heißt, ich nehme zuallererst hier Strip Poker. Das ist so ein ja seidig matter Ton. Kommt erstmal hier so auf mein Lid und ein bisschen in die Lidfalte rein. So ein ganz softer Braunton. So eine ganz, ganz klassische Übergangsfarbe halt, ne? Die man auch super solo einfach tragen kann. Oh, ist das so schön. Dann nehme ich mir den Ton Cashmere Bunny. Das ist ein etwas kühlerer, heller Braunton. Den setze ich mir hier außen hin. Ganz leicht auch in die Lidfalte und an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir diesen, Kaschmir. Eigentlich ist das ein Kaschmirton. Naja, den Ton Heaven. Super staubig, ne? Und mache damit hier so das Augenbrauen-Highlight als mattes Highlight. Offensichtlich bin ich ein Riesenton von dem Silk Teddy. Das ist so ein rosa Schimmerton. Ich habe jetzt auch keinen Lidschattenprimer oder so drauf. Den trage ich mir einfach so auf mein Lid, weil das ist jetzt eher so ein softer Look, den ich trage. Und manchmal, wenn ich crazy drauf bin, nehme ich mir den Push-Up-Ton. Das ist ein etwas dunklerer Schimmerton, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen auf den Finger. Der ist auch ein bisschen kühler. Der kommt dann nach außen. Und mit einem kleinen Pinsel oder mit einem, ne, kleinen Finger, wenn man das hinkriegt,
Nehme ich mir dann den Silk Teddy für den Innenwinkel. Wenn man möchte, kann man den mit Heaven aufhellen. Es kommt immer so ganz drauf an, worauf man so Bock hat. Und wie deckend der Concealer war, den man vorher drunter gegeben hat. Aber das ist echt so ein super easy Look für mich, den ich so häufig mit dieser Palette schon geschminkt habe. Und ich finde sie einfach so schön. Ne? Du hast jetzt nicht irgendwie Fallout. Es ist halt auch so, dass mir das auch über den Tag hält. Und es ist zurückhaltend, aber trotzdem da. Ich mag die Palette und die ist so hübsch. Ich mag die wirklich. Naja, sollte ich vielleicht öfters mal verwenden, aber ich mag halt auch ganz gerne mal bunte Looks, ne? Mal. Jetzt habe ich hier einen Eyeliner. Den haben die umformuliert und deswegen habe ich den dann, als ich den neu gekauft habe, nicht mehr so viel verwendet. Das ist von Physicians Formula, der Eye Booster Waterproof Ultra Fine Liquid Eyeliner. Genau, der hatte nämlich vorher auch irgendwie so einen Wimpernboost-Gedönsen mit drin. Das ist jetzt hier nicht mehr so am Start, ne? Genau, und hier sehen wir auch, wir haben so eine Pinselspitze davon. Und den trage ich mir jetzt auf. Der ist wirklich eigentlich richtig nice. Ich glaube, auch den kriegt man bei Purish, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Die Physicians Formula noch haben. Beziehungsweise diesen hier von Physicians Formula. Guck mal, wie fein du theoretisch da auch eine Seite malen kannst, ne? Ist ja nur ein Itzi-Bitzi, wenn man nur ganz, 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 ganz bisschen möchte. Und ich finde, der wird halt auch, also wenn er trocknet, wird er zu einem sehr schönen Schwarz, was jetzt nicht zu hart ist, ne? Und ich mag den einfach. Also das ist nach wie vor ein richtig geiler Eyeliner. Und ich weiß nicht warum. Ja, wahrscheinlich, weil die den umformuliert haben. Aber trotzdem, der ist ja auch gut, ne? Aber der hat halt nicht so diesen Effekt langfristig, wenn man ihn langfristig verwendet wie der andere. Aber trotzdem, der macht einfach Spaß. Ein Setting Spray oder Fixing Spray, was ich damals auch viel verwendet habe, ist auch von Love. Also, ne? Die Produkte zeigt man halt nur noch so wenig auf YouTube oder verwendet sie nur noch so wenig, weil es die Marke halt so nicht mehr gibt. Und das ist halt schade. Ja, das ist halt so ein Continuous Mist. Und zwar eine super Alternative damals auch zu dem von Morphe zum Beispiel. Das ist schön weich und satt. Es gibt halt echt ein schönes Finish nochmal aufs Gesicht. Ne? Das trocknet jetzt auch schön an. Ich kugel hier so ein bisschen vor mich hin. Aber irgendwie gefällt es mir mittlerweile. Ich habe vergessen, eine Lippenpflege zu verwenden. Nun ist zu spät. So, ich bin eben nochmal losgelaufen. Ich hatte nämlich eigentlich eine andere Wimpernzange gesucht, aber nicht gefunden. Sonst habe ich euch ja immer die von Brushworks damals gezeigt. Ne? Die hatte ich auch Ewigkeiten bei mir im Tisch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die letztens mal einer Freundin mitgegeben. Und seitdem ich diese hier ausprobiert habe, benutze ich keine andere mehr. Das ist die von Catrice. Die ist super, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein vergessenes Schätzelein oder so. Die habt ihr jetzt ja schon zuhauf bei mir gesehen. Als Mascara-Kombi verwende ich etwas, was ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Und zwar diese beiden. Das ist einmal hier von Catrice die Glam & Doll Lash and Growth Boost Volume Mascara. Und ich glaube, dass sie die jetzt irgendwie aus dem Sortiment genommen haben, was ich sehr, sehr traurig finde. Ich hatte mir noch ein Backup gesichert. Die hat so ein Bürstchen und die hat irgendwas mit dabei, was quasi das Wimpernwachstum anregen soll. Die neue, die im Sortiment mit aufgenommen wurde, ist ja schon ein bisschen ähnlich, um das mal so zu sagen. Und die verwende ich super gerne in Kombination mit der Nabla Vigis. Das ist die klassische, die ich einfach grandios finde. Nicht jeder mag sie so wie ich. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Und ja, auch die wasserfeste Nachfolgevariante von der Nabla Vigis kommt dieser hier nicht ganz so ähnlich. Die habe ich jetzt nämlich aktuell in täglicher Anwendung, die wasserfeste. Und ich muss sagen, ich finde sie gut, aber ich finde sie nicht so wasserfest, wie sie hätte sein können. Also wenn ich jetzt auch hier viel drehe und so weiter. Ich meine, gut, sie ist wasserfest, aber nicht ölfest. Ne? Also wenn ich halt viel rede, viel mache, viel, ne, die stempelt halt im Laufe der Zeit ein bisschen hier oben ab, weil ich halt recht lange Wimpern habe durch mein Wachstumsserum. Revita Lash, Claudi 15, wenn ihr möchtet, ist in der Infobox verlinkt, also das verwende ich aktuell, ne? Also ich finde die halt besser und lässt sich halt einfacher abschminken. Okay, also erstmal mache ich hier von der Schicht drauf. Und das ist nämlich jetzt nicht so möglich mit erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, weil ich jetzt quasi dann auch so ein bisschen hin und her probiere und einfach dann immer abschätzen muss, wie ist die jeweilige Konsistenz und da verwende ich dann die jeweilige Mascara. Aber das hier ist dann immer so für mich die Basis, wenn ich die beiden in Kombi verwende. Aber die macht halt auch schon was mit den Wimpern, ne? Das ist schon ein Effekt. Darüber kommt dann eine Schicht von der Nabla Vigis Mascara. Dann kommt wieder die Catrice ins Spiel. Ja, das ist halt immer so abwechselnd, ne? Weil die hier bürstet das Ganze quasi dann auch immer noch schön aus und verteilt das. Und das mache ich dann so lange, bis mir das Ergebnis halt so gefällt, wie es dann halt so, ne, ist. Habe ich wahrscheinlich schon länger nicht mehr gemacht, weil das halt relativ aufwendig ist. Also es dauert halt ein bisschen länger, als wenn ich halt nur eine Mascara nehme. Aber der Effekt ist jedes Mal einfach geil.
Jedenfalls ist das mein Empfinden, aber nicht jeder mag das halt, ne? Dann korrigiere ich das immer noch ein bisschen mit einem Spoolie und habe somit das Ergebnis, was ich persönlich an meinen Wimpern halt am allerschönsten finde. Aber das ist halt immer eine persönliche Präferenz, ne? Wie möchtest du das für dich halt machen? Ich mag gerne Wawawum-Wimpern, ich mag gerne Klimperwimpern und ich mag halt auch einfach gerne das Ganze so zu betonen, ne? Das mag halt auch nicht jeder. Aber hier aus der Entfernung kann man sich nicht beschweren, oder? Darauf erst mal ein Schokocino. Ja, zu Eva, Leute. Da haben wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr wirklich irgendwas groß von gehört, oder? Das finde ich sehr traurig, war damals eine super gehypte Marke. Hier habe ich den Velvet Love Lip Liner in der Farbe Serenade, glaube ich, heißt der. Und das ist halt so ein ganz klassischer, schöner Nude-Ton. Damals die Lidschattenpaletten, die waren halt auch richtig krass gehypt. Und das Ding habe ich, glaube ich, auch nur einmal verwendet. Und dann ist er halt quasi in den Ständer dafür gekommen, ne? Und der ist alleine schon auf den Lippen auch total schön, passt zum Look, passt sogar zum Haarreif, läuft, ne? Und ich mag den. Also wirklich, wirklich ein toller Lip Liner. Und dann ist es so schade, wenn man den so selten verwendet. Ich trage generell in letzter Zeit halt sehr wenig solche Lippen. Ich trage halt sehr viel Rot. Deswegen ist es dann wahrscheinlich halt auch nochmal erschwerend hinzugekommen. Und was ich auch lange nicht mehr verwendet habe, sind diese Glosse von Fenty Beauty. Ich weiß gar nicht, warum. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Das ist jetzt in der Farbe Fuzzy. Aber ich verwende die so selten. Passt jetzt auch farblich richtig toll dazu, als hätte ich es geplant. Nee, nicht so wirklich. Tatsächlich. Und ja. Ich glaube, dass die einfach mittlerweile, dass man die besser woanders auch kriegt. Oder ich weiß es nicht, so mein Empfinden. Die sind halt sehr dick, sehr viel, sehr süß, sehr laut, ne? Und wenn man zu viel davon aufträgt, zieht es Fäden. Vielleicht liegt es auch daran, dass andere das halt jetzt so ein bisschen überarbeitet haben. Denn ich sehe es jetzt auch gerade, wenn ich rede, ne? Ein bisschen Fäden zieht er schon. Das war damals so das absolute Nonplusultra, das weiß ich auch noch. Naja. Dinge ändern sich. Die Kosmetikindustrie bleibt halt nicht stehen, Leute. Das ist halt wirklich so. Und das finde ich auch sehr, sehr gut so. Trotzdem hat man halt immer noch so Schätze, ne? Zu denen man immer wieder greift und auch lächeln muss, wenn man sie halt noch so sieht. Was ich jetzt als Abschluss nehme, ist hier das Burberry Goddess von Burberry. Ja, finde ich richtig, richtig toll nach wie vor. Und ein sehr schöner Vanilleduft. Aber wobei doch, jetzt ist er halt auch wieder richtig gut, ne? Weil jetzt ist gerade so die Zeit, wo ich auch richtig Bock auf süße Düfte habe. Ich mag ihn sehr gerne. Es gibt mittlerweile auch welche, die noch vanilliger sind, die noch süßer sind, die noch mehr mein Vibe sind. Aber zu dem greife ich nach wie vor gerne. Und ja, der hat das Ganze jetzt abgerundet. Das ist jetzt auch mein fertiger Look. Und ich finde, dass der richtig gut aussieht. Also die Foundation, muss ich wirklich sagen, die hat sich nicht so gut geschlagen, wie ich sie in Erinnerung hatte. Also ich hatte die irgendwie besser in Erinnerung. Aber der Komplettlook sieht so gut aus. Also ich fühle mich so, so wohl damit. Ist auch gut so, denn damit werde ich gleich noch ein paar Videos drehen. Und ich bin auch echt gespannt, wie es dann nachher bei Sarah Isabel aussieht. Ich denke, wir werden heute mal ein bisschen gleichzeitig hochladen. Das heißt, ich werde sie mal fragen, wann sie ihr Video hochlädt und das dann auch jetzt timen. Das heißt, ist in der Infobox verlinkt. Und schaut gerne mal bei ihrem Video vorbei. Und ja, das war's hier von mir. Wenn es dir hier... Nein, warte, schreib mal in die Kommentare rein, welches Produkt, wenn du jetzt so dieses Video siehst und nochmal so drüber nachdenkst, bei dir in der Schublade schlummert und was du aufgrund dieses Videos vielleicht jetzt nochmal in die Hand genommen hast. Das würde mich echt interessieren. Genau, das wäre es hier jetzt von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.